Hallo, meine Freunde der Sonne. Heute gucken wir uns deutsche Memes an, die Santa Claus am Nordpol schaut. War es eine gute Einführung, Nene? Wir lassen es einfach, okay. Dieses Video soll jeden verletzen und dient nicht zur Unterhaltung. Kennen wir ja langsam schon. Shit, I was good enough. Alter. Alle mach Platz, Mann. Boah, Alter. Wie geil ist das denn, ey? Das ist halt so wahr, ey. Gerade so, das ist immer ganz cool, wenn man, ich zocke ja auch ganz gerne immer so Modern Warfare und es läuft so nee und das Team so, ja, die schießen sich so mal jede halbe Stunde ab, weil jeder irgendwie campt und dann kommt man so ins Team so, bam, 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 bam und ballert noch sein eigenes Team mit ab und man hat alle gekillt und hat die Runde gewonnen. Really? Vertrau niemandem auf dieser Welt. Einfach niemanden. Lag sogar dein kleiner Bruder. Oh, das ist so böse, ey. Da war in deiner Mutter drinne. Why are we still here? Stell dir mal vor, du hast schwarze Augen, Digga. Krass. Stell dir mal vor, du bist schwarz. Krass. Krass. Ey Jungs, ich hab ein neues Duschgel. Ich probiere das jetzt erstmal aus. Walla nein. Walla nein. Walla nein. Walla nein. Walla nein. Walla nein. Hey, warte, nun, Moment, warte mal. Ich kämpfe aus Spaß mit meiner Freundin, okay? Sie, oha, mein Ex war viel stärker. Oh, Model Combat mit reingebaut, ey. Deswegen ist es so. Oh, Geld ist wichtiger als Geld, wow. Während der Präsentation nichts weiß, aber meine Jungs trotzdem hinter mir stehen. Das ist halt aber wirklich echt so, ey. Ich habe das ja mal erzählt, ne? Wir mussten mal eine Jahrespräsentation, ich hatte Leistungskurs Wirtschaft machen. Und die Jahrespräsentation hieß nicht nur Jahrespräsentation, sondern das Schuljahr hat begonnen und wir haben die Aufgabe bekommen für das ganze Jahr. So, und die Präsentation sollte natürlich eine Stunde gehen und so, also halt irgendwie Talk so. Wir wurden halt in eine Gruppe eingeteilt und wir waren beide nicht so, hatten beide nicht so wirklich Bock. Und zwei Tage vor der Präsentation hab ich alleine ganz schnell abends zu Hause gesessen, ja, das muss rein, das muss rein, das muss rein. Witzigerweise, wir haben die Präsentation übelst gut gehalten, ne? Aber ich stand so, also, und dann hat der Lehrer angefangen, Fragen zu stellen, und ich stand dann so da und hab das so ein bisschen erklärt, ne? Und ungelogen, die Leute, also meine Kollegen haben dann so geklatscht, wo ich dachte, scheiße, haben total scheiße gemacht. Aber wir haben, eine 3 plus oder eine 2 minus bekommen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Dafür, dass ich das wirklich abends dann zwei Tage vorher dann gemacht habe, ne? Also. Ne? Also, damit habe ich absolut nicht gerechnet. Ich habe 1500 Euro ausgegeben und habe nichts bekommen. Hättest du 15 Minuten Zeit und 20 Zentimeter Platz? Ja. Müssen wir gleich mal nochmal der ist da nicht noch was drüber? Schneller, Karl, schneller! Ja! Es ist halt so, wie geil ist das denn, ey?
Also man, das ist aber alt. Das ist so unfassbar wahr, ne? Man hat so Probleme, man will die endlich beseitigen, man geht die mit voller Tatendrang so an und sagt, oh, heute schaffe ich das, heute beseitige ich das Problem und irgendwie so mit voller Wucht läuft man dann so gegen die Wand und denkt sich so, scheiße, das Problem ist immer noch da und es ist meistens vielleicht sogar noch schlimmer geworden. Okay, warum nicht, ne? Ey, voll die geile Idee eigentlich. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different than most of the king. Think you got it, but you just don't get it, it's impossible. Stop problem. All the other king, gita pampana kit, you with the rang, better rang. I'm throw my gong. Da fall ich wieder in Ohnmacht. Kurz, wartet mal, kurz, Chat. Spontane Ohnmacht für 2 Minuten. Hey, das ist nicht nur, wenn ich Geschenke kaufe, das ist bei mir immer so. Das Traurige ist immer, wenn man eigentlich okay verdient, aber dann die ganzen Fixkosten, ne, dann muss man da was bezahlen, dann muss man da was bezahlen, dann kommt nur da was dazu, dann kommt nur da was dazu. Und man merkt so, der Kontostand sinkt und sinkt und sinkt und man meint so, ich mache ja manche Dinger mache ich ja handschriftlich noch, ja, so bin ich. Und wenn ich dann so das sehe, wie hoch immer dann die Fixkosten sind, dann sitze ich ja manchmal da, Arzt. Ist halt wirklich so, ist kein Witz, ey. Ja, fall ich wieder in Ohnmacht. Kurz, wartet mal, kurz, Chat. Spontane Ohnmacht für 2 Minuten. Binne, Wallace, Binne. Ich hab nur Angst vor Gott. Ja, es ist so. So, du. Boah, Alter. Ich finde das viel geiler bei uns, die Chefin, der Hund. Man kann den voll. Mache ich voll gerne, wenn er manchmal da ist. Im Büro habe ich letztens. Das ist halt so geil. Habe ich letztes Mal so gemacht, so mit dem Hund gespielt und habe so, hier. Und habe so weggeworfen und da unten sucht dann erstmal. Der ist dann erstmal eine halbe Stunde beschäftigt. Ich finde das so geil. Habe ich damals mit meinen Hunden auch immer gemacht. Die sind immer wieder drauf reingefallen. Das ist eigentlich so böse, aber das ist irgendwie auch wieder so witzig, wenn man so tut, die heiße Junge und so macht. Und die Hunde dann erst eine halbe Stunde in jeder Ecke so gucken und man steht dann so da und ja, musst du jetzt suchen. Und man zeigt, ich zeig das dann auch ganz gerne. Ja, da in der Ecke. So böse. Oh, komm alleine. Mein guter Schatz, weil ich den ganz so lieb habe und ne? Ja, wir lieben uns halt richtig, ne, Geschwisterliebe? Was sind deine Talente? Ich kann ja noch nicht mal das. Ne, es gab mal einen bei Supertalent, der konnte nach dem Takt furzen. Müsst ihr euch mal angucken, das ist so geil. Der konnte so Lieder nachfurzen. Übelst geil. Und nehmen wir das, kann ich. Alles gutes Talent, komm. Bitte mit die Brüder und Rasen wieder draußen ziehen. Und jetzt hat er längere Haare. Oh, da. Lol. Das brauche ich.
Junge, wie geil ist das denn? Das brauche ich unbedingt. Das brauche ich unbedingt, ey, das ist immer übelst geil. Oh, da. Ding, 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 ding. Somebody come get her. She's dancing like a stripper. Das ist hier mein Führungszeugnis. Marcel, Thomas, Andreas, das ist mein Name. Thomas und Andreas sind meine beiden Onkel. Ja, und für die, die es mir immer nicht geglaubt haben, Staatsangehörigkeit deutsch-türkisch. Türkei! 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 Champion! I loved her! Ey, wollt ihr mich verarschen? Warum ist der Hund frei? Ja, war ich einfach. Warum lass mal jetzt Eichberg? Lass mich raus! Wer so Kevin Mitz? Wohin gehst du? Meine Ehre suchen. Digga, komm mal klar. Man kann nicht etwas suchen, was man noch nie gehabt hat. Stobi. So, einer meiner besten Freunde hat heute Geburtstag und da er aus dem Mund stinkt und ich das nicht mehr ertragen kann, habe ich ihn zum Geburtstag anstatt Geld sowas geholt hier. Ja, sogar eine elektrische Zahnbürste. Ich hoffe, ab jetzt stinkst du nicht aus dem Maul, Bruder. Ich wünsche dir alles Gute zum Oh mein Gott, die 17.000 Euro haben sich gelohnt. Ey Leute, scheißt auf euren Führerschein, scheißt aufs Auto, scheißt aufs Studium, scheißt auf die eigene Wohnung, holt euch den goldenen Pogba, der ist in 3 Wochen nichts mehr wert. Oh, da kann man ein Foto in einem Krankenhausbett machen, um Aufmerksamkeit in sozialen Medien zu bekommen. Möchte nicht ins Detail gehen, aber so. Mir geht's gut. Oh Mann, das ist nun wirklich das Letzte, was ich wollte. Hört auf, uns Jungs wie Objekte zu behandeln. I got bitches all on my dick. Er wird von zu Hause rausgeschmissen. Er nimmt seine Matratze, sein Fernseher und seine PS4 Ja, was geht bei dir? Ich gehe jetzt gleich pissen, weil meine Blase platzt gleich. Walla, willa. Boah, da wäre die komplett durch bei mir. Ist halt wirklich so. Und dann muss ich kurz meinem Vater helfen, der Bastard, Alter. Ich muss. Oh, liebe Grüße aus Köln von Karin. Frohe Weihnachten und ein. Grüße gehen so zurück. Grüße gehen zurück, ey. Das hat mich gekillt, ey. Da waren echt coole Sachen dabei, ey. Scheiße. Ja, ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen. Wir sind definitiv da, lief akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.